Sehr geehrte Zuseherinnen und Zuseher, ich darf Sie recht herzlich vom ISTA oder vom ISTA hier begrüßen heute Abend. Mein Name ist Simon Hippmeier, ich bin Professor und Leiter des Bereichs der Lebenwissenschaften oder Life Sciences am ISTA. Und es ist mir eine große Freude, Sie heute Abend durch eine neue Auflage des ISTA Science Talks zu führen. Es freut mich natürlich sehr, dass Sie auch die Zeit gefunden haben, heute bei uns einzuschalten. Und eine kurze Einleitung zum Vortrag von heute. Also der Vortrag befasst sich mit den grundlegenden Mechanismen der Proteinbiologie und vor allem, wie Proteine in der Zelle aufgebaut und stabilisiert werden, um die vielfältigen Funktionen in der Zelle zu übernehmen. Diese Prozesse sind streng reguliert und äußerst wichtig, damit die einzelnen Zellen ihre Funktionen im Gewebeverband korrekt ausführen können. Es ist deshalb von großem Interesse, die grundlegenden Prinzipien und fundamentalen Mechanismen zu untersuchen und auch zu verstehen. Am ISTA haben wir eine Reihe von herausragenden Wissenschaftlern, die diese fundamentalen Prozesse mit hoher Auflösung bis ins kleinste Detail analysieren und studieren. Einer dieser weltweit führenden Wissenschaftler ist Paul Schander, welcher heute den Vortrag halten wird und den ich nun kurz vorstellen möchte. Paul hat hier in Wien an der Universität Chemie studiert. Danach ging er für sein Doktorstudium nach Frankreich und hat die sogenannte Kernspin-Resonanzspektroskopie erlernt und weiterentwickelt. Diese spektroskopische Methode ist eine der leistungsfähigsten Methoden zur Strukturaufklärung von Stoffen im Allgemeinen, aber eben auch von Proteinen in der Zelle. Nach einem kurzen Postdoc an der ETH in Zürich hat Paul dann in Grenoble, auch wieder in Frankreich, am Institut für Strukturbiologie seine eigene Gruppe etabliert, unter anderem mit einem ERC Starting Grant, welches eine der bedeutendsten Förderungen vom Europäischen Forschungsrat in Europa ist. Nun, wir sind sehr glücklich, dass Paul letztes Jahr zu uns am ISC, ans ISTA gekommen ist, um seine bahnbrechende Forschung weiterzuentwickeln und die grundlegenden Prinzipien der Proteinfaltung und Biologie besser zu verstehen. Hiermit freue ich mich sehr auf den Vortrag und auf das Wort an Paul übergeben. Okay, vielen Dank, Simon, für diese Einführung. Und vielen Dank an Sie alle, dass Sie Zeit finden, heute hier reinzuschauen. Ich möchte Ihnen heute eine Geschichte erzählen über Proteine. Und Proteine haben wirklich eine faszinierende Architektur und Dynamik. Und Sie sehen hier schon links eines der Proteine, mit denen wir uns befassen. Es ist ein Chaperon. Ich werde Ihnen erzählen, was das genau ist. Ich habe den Vortrag so geplant oder so vorgesehen, dass er relativ breit verständlich sein dürfte. Aber ich ermutige Sie, an jeder Zeit Fragen zu stellen. Es gibt in dem Zoom so eine Funktion, Raise Hand oder so. Da können Sie einfach dort mich unterbrechen. Und es gibt auch eine Question and Answer Abteilung irgendwo in dieser Menüleiste von dem Zoom. Da können Sie dann Ihre Fragen stellen, die wir dann danach erörtern können. Gut, Proteine. Proteine sind im Wesentlichen die Bausteine des Lebens und sie sind extrem klein. Und warum wir uns überhaupt damit befassen, wie Proteine aussehen, ist eigentlich nur eine Fortführung dessen, was der Mensch schon seit Jahrhunderten macht, nämlich zu verstehen, wie die Welt funktioniert und letzten Endes auch, wie der Mensch selber funktioniert und wie Lebewesen und lebende Prozesse funktionieren. Und auf einer Längenskala von 1-2 Metern, wie Sie es hier sehen, geht es relativ einfach mit freiem Auge, aber der Mensch ist neugierig und sucht und sucht und geht immer tiefer rein in die Materie. Und ich bin kein Mediziner und habe von den Dingen, die Sie hier sehen, nur begrenzt Ahnung. Aber es ist klar, dass je weiter man reinschaut in Lebewesen, desto mehr stellt man fest, wie komplex alles ist und wie komplex alles aufgebaut ist. Sie sehen hier Muskelfasern bis hinein ins kleinste Detail oder ins scheinbar kleinste Detail. Es gibt noch viel kleinere Details, wie Sie gleich sehen werden, von den Muskelfasern. Und was Sie rechts sehen, sind Zellen, menschliche Zellen, die natürlich nicht wirklich so schön grün, blau und rot daherkommen, sondern die hier mit einer speziellen Methode angefärbt werden.
Und wenn wir uns jetzt die Längenskalen anschauen, dann sind wir schon von ungefähr 1 oder 2 Metern auf 0,0001, also im Mikrometermaßstab. Und auch auf diesem Maßstab sind wir noch weit davon entfernt, wirklich die molekularen Details zu sehen. Das heißt, Menschen haben weiter versucht, weiter reinzuschauen in den Aufbau der Zellen. Und was Sie hier in der Mitte sehen, ist so ein schematischer Aufbau von Zellen. Sie können auch den Zellkern zum Beispiel entdecken oder auch Microtubules, die der Zelle die Struktur geben. Und Sie sehen außerdem Mitochondrien. Entschuldigung. Mitochondrien sehen Sie hier in dieser Grafik in der Mitte rechts oben. Die Mitochondrien, die werden mich ein bisschen beschäftigen in diesem Vortrag, weil Mitochondrien sind eines unserer Forschungsschwerpunkte. Mitochondrien sind bekannt als die Kraftwerke der Zelle. Sie stellen Energie her. Die Energie, die wir, die jeder Organismus, Pflanzen, Tiere, brauchen in Form von einem ganz speziellen Molekül, das heißt Adenosintriphosphat. Aber selbst diese Mitochondrien, die jetzt schon sehr klein sind, sind wieder aufgebaut aus Proteinen. Und eigentlich, wenn man in so eine Zelle reinschauen würde, dann würde man ungefähr sehen, was man hier auf der rechten Seite sieht, nämlich eine Zelle ist eine sehr dicht gedrängte Ansammlung von Proteinen. Jeder dieser farbigen Objekte hier ist ein Protein, das eine ganz bestimmte Struktur hat und haben muss, um die Funktion zu erfüllen. Die Tatsache, dass Sie mich jetzt hören und sehen, verdanken Sie ganz bestimmten Proteinen, zum Beispiel in Ihrem Auge, die dafür sorgen, dass das Licht, das jetzt von Ihrem Bildschirm kommt, in ein elektrisches Signal umgewandelt wird. Jetzt sind wir schon bei den Molekülen angelangt. Das heißt, wir haben nochmal 2 Größenordnungen an Längen durchschritten und sind jetzt auf der Nanometer-Skala. Und auf dieser Skala findet man wirklich eine faszinierende Welt. Also mich persönlich fasziniert das jedenfalls. Was Sie hier sehen, ist ein ganz kleiner Ausschnitt von einem Mitochondrion. Sie sehen hier 2 Membranen, etwa in der Mitte, die so horizontal verlaufen. Und eine Membran ist auch so eingewölbt nach innen. Und Sie sehen in gelber Farbe diese oder brauner Farbe diese Lipide, diese Fettmoleküle, die die Membran bilden. Und Sie sehen jede Menge Proteine, die da in der Membran drinnen sitzen und die außen und innen in diesen Mitochondrien ihre Arbeit verrichten. Und was ist die Arbeit von Mitochondrien? Es gibt sehr viele Aufgaben. Mitochondrien sind involviert im programmierten Zelltod zum Beispiel. Apoptose nennt man das auch. Und damit sind sie auch extrem wichtig für Krebs. Sie sind eben, wie ich vorher gesagt hatte, sie sind das Zentrum der Energieversorgung der Zelle. Und Mitochondrien haben uns höheren Lebewesen, sage ich mal, also Pflanzen, Tieren, Menschen, eukaryotischen Lebewesen, erst erlaubt, uns zu spezifizieren und zu differenzieren. Vorher gab es nur Bakterien und Bakterien waren sehr klein, weil sie eine gewisse Membranoberfläche brauchen, um Energie herzustellen. Eukaryotische Zellen können diese Energie herstellen, indem sie die kleinen Energiekraftwerke in der Zelle haben. Und ich zeige Ihnen jetzt einen dieser Mechanismen oder dieser Prozesse, die in den Mitochondrien vorkommen. Sie sehen hier auf der rechten Seite habe ich jetzt hervorgehoben, welche kleine Maschine es ist, um die es jetzt geht. Sie sehen hier dieses grüne Ding auf der rechten Seite. Das ist ein Molekül, das transportiert Adenosintriphosphat, das ein energiereiches Molekül ist, durch die innere mitochondriale Membran. Dieses Adenosintriphosphat wird innen im Mitochondrion hergestellt durch eine ganz bestimmte Maschine, die Sie hier links sehen. Und dieses ATP muss durchtransportiert werden durch diese Membran. Und wenn es verbraucht wird in der Zelle, wenn Energie dort konsumiert wird, wird es zu einem anderen Molekül umgewandelt. Das nennt man ADP. Das heißt, durch diese Membran muss man ständig ADP und ATP durchschaufeln, um sozusagen die Energie von dem Kraftwerk der Zelle rauszubringen in die Zelle, wo es konsumiert wird. Und dieses Molekül, das Sie hier in der Mitte sehen, diesen ADP-ATP-Carrier, ist ein Membranprotein, das sitzt in der Membran drinnen und erlaubt
ADP durchzutransportieren. Sie haben jetzt gesehen, dass sich das Molekül seine Konformation geändert hat. ADP kommt in dieses Mitochondrion hinein. Phosphat kommt auch hinein. Die beiden reagieren mit dieser komplizierten Maschinerie, die sich dreht und alles Mögliche macht, was ich jetzt hier nicht zeige, zu ATP, das dann wieder rauskommt, wo es verbraucht wird. Das sind faszinierende Maschinen und ich sage es nochmal, wir sind hier auf einer Längenskala von Nanometern, Milliardstelmetern, also das ist wirklich sehr, sehr klein. Und dieser Prozess, den verstehen wir mittlerweile einigermaßen, wie dieses ADP und ATP da durchgeschaufelt wird. Rechts oben sehen Sie jetzt diesen ADP-ATP-Carrier, der verschiedene Konformationen eingehen kann. Und diese Konformationen erlauben diesen ADP- und ATP-Molekülen durch diese mitochondriale Membran durchzukommen. Dieser Prozess, den Sie hier jetzt sehen, nämlich dass dieses ADP und ATP da durchkommt durch diese Membran, findet in jeder Sekunde in Ihrem Körper 10 hoch 26 Mal statt. Das ist eine ganze Menge. Das heißt, jeden Tag werden in Ihrem Körper und in meinem Körper ungefähr 70 Kilogramm von diesem ATP-Molekül durch diese Membran durchtransportiert. Das heißt, das ist wirklich sehr, sehr viel. Das heißt, diese Prozesse sind sehr schnell und die Maschinen sind sehr komplex. Was sind eigentlich diese Maschinen? Was sind diese Proteine? Proteine sind, ich würde sie als hochkomplexe architektonische Meisterwerke bezeichnen. Sie sind dreidimensionale Objekte. Sie sehen hier ein Protein, das sich hier ein bisschen herumdreht. Und Sie sehen, das ist ein sehr komplexes Objekt in drei Dimensionen. Wie gesagt, auf einer Nanometer-Längenskala, das heißt extrem klein und dennoch sehr komplex. Dieses Molekül hat sehr bestimmte Eigenschaften. Zum Beispiel hat es, wenn mein Computer das auch jetzt will, Animationen. Zum Beispiel haben diese Moleküle elektrostatische Eigenschaften. Diese Moleküle sind geladen, die sind elektrostatisch geladen. Entschuldigung. Okay, es tut mir leid. Share Screen. Okay, ich hoffe, Sie können jetzt meinen Bildschirm wieder sehen. Elektrostatische Ladungen sind hier gezeigt in Rot und Blau. Diese elektrostatischen Ladungen werden beeinflussen, wie sich dieses Molekül verhält. Wenn wir weiter reinzoomen, wenn wir jetzt die Hülle sozusagen wegnehmen von diesem Molekül, dann können wir sehen, dass innerhalb dieses großen, sehr winzigen, aber doch sehr komplexen Moleküls weitere Strukturen sind. Sie sehen hier dreidimensionale Anordnungen von dieser Art Fäden. Und wenn wir genauer reinschauen, bestehen diese natürlich aus Atomen. Und hier sehen wir einige Aminosäuren. Und ich habe hier die verschiedenen Atome, Sauerstoffatome, Kohlenstoffatome, Stickstoffatome hervorgehoben. Und in diesem Molekül, das Sie hier auf der rechten Seite sehen, sind Tausende von diesen Atomen. Und diese Tausende Atome ordnen sich in einer ganz bestimmten Art und Weise im dreidimensionalen Raum an. Und diese ganz bestimmte Art und Weise, wie sie sich anordnen, ist extrem wichtig für die Funktion dieses Proteins. Um Ihnen kurz sozusagen auf etwas Bekannteres einen Querverweis zu geben. Sie sehen hier ein Wassermolekül, das wohl Ihnen bekannt ist. Sie sehen hier ein Molekül, das wohl auch vielen bekannt ist. Vielleicht macht sich der eine oder andere noch eine Flasche Wein heute auf. Das ist Ethanol, was Sie hier auf der rechten Seite sehen. Und dann dementsprechend wird vielleicht der eine oder andere schon während meines Vortrags vielleicht eine Dosis Aspirin brauchen. Das Molekül sehen Sie hier auf der rechten Seite. Das sind relativ kleine kleine Moleküle, die mit den Proteinen auch interagieren. Daher haben auch Wasser, Ethanol und auch Aspirin große Effekte auf uns und wir können uns dabei besser oder weniger gut fühlen. Leben und Proteine
basieren letzten Endes auf diesen winzigen Aminosäurebausteinen, von denen ich hier einige zeige. Und diese Aminosäurebausteine sind zu einer langen Kette aufgefädelt. Und diese lange Kette hat bestimmte Eigenschaften, weil jede Aminosäure bestimmte Eigenschaften hat. Manche Aminosäure haben elektrische Ladungen und ziehen einander an. Manche Aminosäuren mögen das Wasser nicht und werden daher zusammenklumpen, um Wasser möglichst auszuschließen. Andere haben Schwefelatome, um Disulfid, sogenannte Disulfidbrücken zu bilden. Und all diese Eigenschaften führen dazu, dass diese lange Kette von Aminosäuren sich zu einer bestimmten dreidimensionalen Struktur anordnen wird. Sie sehen das jetzt hier, also oft stellen wir natürlich die Moleküle einfacher dar als mit all ihren Atomen. Sie sehen hier jetzt diese lange Kette, die sich zu einem ganz bestimmten, wir nennen es dreidimensionalen Fold, also zu einer ganz bestimmten Anordnung im dreidimensionalen Raum ergibt. Diese Anordnung ist essentiell für die Funktion des Proteins und davon gibt es Tausende. Und ich meine wörtlich Tausende, zigtausende verschiedene Faltungen. Sie sehen hier nur einige davon im dreidimensionalen Raum. Sie sehen hier oben in der Mitte zum Beispiel ein sogenanntes Beta-Faltblatt, ein Beta-Faltfass. Sie sehen viele Alpha-Helices und so weiter und so fort. All diese Strukturen sind essentiell, damit diese Proteine, die Sie hier sehen, genau den Job verrichten können, den sie verrichten sollen. Und in Wahrheit handelt es sich nicht nur um eine fixierte dreidimensionale Architektur, sondern diese Moleküle bewegen sich, und zwar ständig. Und Sie sehen hier eine Animation, die wir natürlich in einem Computer hergestellt haben, aber mit physikalischen Parametern, die das beschreiben, was Moleküle, was Proteine tatsächlich machen. Und Sie sehen, dass diese Proteine sich ständig bewegen. Diese Bewegungen sind essentiell oft für die Funktionsweise. Manche Proteine katalysieren zum Beispiel eine Reaktion, sogenannte Enzyme. Und für diese Enzymreaktionen ist es oft wichtig, dass kleine Moleküle, Liganden rein und raus können und dabei irgendwie verändert werden. Das heißt, wir haben keine fixe dreidimensionale Architektur, sondern es ist noch komplizierter. Wir haben eine dreidimensionale Architektur, die sich ständig ändert, die ständig in Bewegung ist. Leider kann diese Struktur auch diese Faltung des Proteins zu der richtigen dreidimensionalen Konformation kann auch daneben gehen. Und es kann auch sowas entstehen, nämlich sogenannte Amyloidfibrillen. Und diese Amyloidfibrillen wurden extrahiert aus Gehirnen von Patienten mit Alzheimer'scher Krankheit. Und man findet diese Art von Amyloidfibrillen in Alzheimer's, Parkinson's, Creutzfeldt-Jakob, oder auch Langzeitdialyse-Amyloidosen. Und in diesem Fall sind die Proteine nicht so gefaltet, wie sie sein sollten für ihre Funktion, sondern sie haben aus irgendeinem Grund, den man erst langsam versteht, sich zu Ansammlungen von sehr, sehr, sehr vielen Proteinen angesammelt. Was Sie hier auf der rechten Seite sehen, ist so eine Ansammlung von Beta-Faltblattstrukturen, die fast unendlich lang sind und die sich dann in der Zelle, oft im Gehirn oder auch in Gelenken, ansammeln als Ablagerungen. Und Sie sehen das hier natürlich schematisch nur. Hier sind die verschiedenen Zustände, die ein Protein annehmen kann. Es gibt den nativen, gefalteten Zustand, aber es gibt sehr viele andere Zustände, die vielleicht energetisch, Sie sehen hier an der vertikalen Achse die Energie dieses Zustands, das heißt, der tiefste Zustand ist der stabilste Zustand. Energetisch können diese fehlgefalteten Zustände stabiler sein. Amyloidfibrillen, die man aus Gehirnen entnimmt, sind extrem stabil und das ist quasi der stabilste Zustand. Da wieder rauszukommen, ist extrem schwierig. Und das ist natürlich ein Problem und daher hat die Natur komplexe, sehr komplexe Maschinen entwickelt, um genau das zu verhindern, dass Proteine aggregieren. Und Sie sehen hier nochmal das Molekül, das ich vorher gezeigt habe. Es handelt sich um ein sogenanntes Chaperon. Ein Chaperon ist ein großes Molekül, das dafür sorgt, dass andere Proteine, das ist selbst ein Protein, aber es sorgt dafür, dass andere Proteine sich korrekt falten oder wenn sie sich
falsch gefalten haben zu einer falschen Struktur, dass sie wieder zerlegt werden und sich neu falten können. Oder für hoffnungslose Fälle werden sie komplett abgebaut. Und diese komplexen Maschinen, die versteht man mittlerweile einigermaßen, aber wir verstehen immer noch nicht alles, bei weitem. Dennoch, was Sie hier sehen auf der rechten Seite, ist der funktionelle Zyklus eines ganz bestimmten Chaperons, das nennt man Heat Shock Protein 60, HSP60. Und dieses Protein, das Sie hier links oben auch sehen können, formt letzten Endes eine große Kammer. Diese große Kammer dient dazu, ein anderes Protein abzuschirmen von der Außenwelt. Ich erinnere Sie, die Proteine aggregieren miteinander und bilden dadurch Amyloidfibrillen. Und das will man vermeiden. Und diese Kammern sorgen dafür, dass ein Molekül, Sie sehen hier dieses rote, ungefaltete Spaghetti in dem Diagramm rechts, diese Kammer kann sich öffnen und schließen. Oben sehen Sie den geöffneten Zustand, unten den geschlossenen Zustand. Diese Kammer wird Proteine einschließen. Sie sehen das unten in dem Schema. Und in dieser geschützten Kammer kann sich das Protein neu falten zu seiner richtigen dreidimensionalen Struktur. Und sobald das erledigt ist und das Protein sozusagen in Sicherheit ist und richtig gefaltet ist, wird diese Kammer wieder aufgehen und das Protein wird wieder freigelassen. Und dieser Zyklus, der kostet der Zelle sehr viel Energie. Hier wird ATP verbraucht. Das ist genau dieses ATP, das hergestellt wurde in den Mitochondrien. Aber es ist absolut essentiell, dass die Zelle das macht, um zu vermeiden, dass es Proteinaggregate gibt. Viele Gruppen arbeiten an diesen Fragestellungen, weil es sehr essentielle Fragestellungen ist und weil eben viele Krankheiten, zum Beispiel neurodegenerative Krankheiten wie Creutzfeldt-Jakob und Alzheimer und Parkinson, genau darauf basieren. Und hier ist ein Beispiel von unserer Arbeit, wo wir herausgefunden haben, wie genau diese komplexe Maschine, diese Nanometer-Längenskala-Maschine, diese dynamische Maschine, wie sie öffnet und schließt, wie bindet diese Maschine andere Proteine. Sie sehen hier auf der linken Seite zum Beispiel in Rot ein Protein, das ungefaltet ist, das nicht seine richtige Struktur gefunden hat. Und wir konnten feststellen, wo genau in dieser Kammer bindet dieses Protein. Sie sehen hier diese grünen Patches, diese grünen Oberflächen in dieser Kammer. Dort werden Proteine gebunden und sie werden sozusagen wieder auseinandergezogen, um sich in dieser Kammer neu falten zu können. Wir verstehen, wie lange das geht. Dieser Zyklus dauert Sekunden. Protein wird eingeschlossen, wird sich da drinnen falten. Innerhalb von 20 Sekunden oder so geht diese Kammer wieder auf und lässt das Protein frei. Wir verstehen die Affinitäten, wie stark bindet das. Es bindet unterschiedlich stark in unterschiedlichen Zuständen, ob die Kammer geschlossen oder offen ist, etc. Ich möchte nochmal zurückkommen auf diese Mitochondrien. Eine andere Fragestellung, ein anderes Projekt. Eine Frage, die die verschiedenen Forschungsgruppen schon mehrere Jahrzehnte lang beschäftigt, ist die Frage, wie die Proteine in das Mitochondrium hineinkommen. Proteine werden irgendwo hergestellt. Die Information, wie das Protein auszusehen hat, steht auf der DNA geschrieben sozusagen. Die DNA wird übersetzt in ein Protein, aber das passiert nicht im Mitochondrium, sondern es passiert außerhalb des Mitochondriums, in der Zelle, aber nicht in diesem kleinen, in dieser kleinen Organelle, in diesem Mitochondrium. Und die Frage ist, wie schaffen Proteine, die vielleicht in Wasser, also in dem wässrigen Milieu der Zelle, gar nicht löslich sind, wie kommen diese Proteine bis rein ins Mitochondrium und vielleicht bis in die Membran, wo sie am Ende dann zum Beispiel als ADP-ATP-Transporter funktionieren, um ATP rauszuschaufeln aus dem Mitochondrium. Und viele Gruppen arbeiten daran. Wir haben einen Baustein dazu beigetragen. Wir verstehen jetzt, wie dieses Chaperon, das Sie hier oben rechts sehen, also eigentlich sehen Sie zwei Chaperone, diese Helices, die Sie vorher gesehen hatten, sind jetzt einfach als Zylinder dargestellt. Das ist einfach eine Vereinfachung. Und ein Protein, das transportiert werden muss in das Mitochondrium hinein, ist hier als orange Kette dargestellt. Dieses Protein ist an das Chaperon gebunden, aber es ist nicht fix gebunden. Es ist nicht sozusagen wie ein, ich sag mal, ein Lastwagen, wo man etwas reinstellt und der fährt dann, sondern es bewegt sich ständig.
dieses Chaperon wird dieses orange Membranprotein durch den Raum zwischen den beiden Membranen durchtransportieren. Und dann wird eine Maschine dieses orange Protein von dem Chaperon runternehmen und in die Membran reinstecken. Ich habe Sie jetzt auf einem kleinen Ausflug begleiten dürfen vom Metermaßstab bis zum Nanometermaßstab. Natürlich ist es nicht ganz einfach, diese Dinge rauszufinden. Und letzten Endes ist es eine Frage, ich würde mal sagen, von Architektur. Es ist letzten Endes wie, wenn Sie ein Bauwerk sehen wollen aus einer Entfernung, die dieser Entfernung hier entspricht. Nehmen wir an, Sie wollen das Bauwerk hier sehen, aber Sie wollen aus dem Weltraum sozusagen alle Details von dem Bauwerk sehen. Das ist ungefähr das Problem, vor dem wir stehen, wenn wir uns Proteine anschauen. Das heißt, wir brauchen sehr leistungsfähige Methoden. Jetzt erzähle ich Ihnen ein bisschen was über die Methoden, die wir verwenden. Wir brauchen letzten Endes enorme Mikroskope, eine Art Mikroskop. Wir verwenden nicht unbedingt Mikroskope, aber wir können auch Mikroskope verwenden. Eine Technik, die wir verwenden, ist eigentlich keine Mikroskopie, sondern es ist ein extrem starker Röntgenstrahl, mit dem wir Proteine beschießen. Und der Röntgenstrahl wird abgelenkt von dem Protein und aus dieser Ablenkung von dem Röntgenstrahl lernen wir etwas über die dreidimensionale Struktur. Was Sie hier sehen, ist ein großer Ring, der ist ein paar hundert Meter Durchmesser. In diesem Ring bewegen sich Elektronen extrem schnell, nahe Lichtgeschwindigkeit, und erzeugen Röntgenstrahlung. Und diese Röntgenstrahlung, hochenergetisch, werden wir auf Proteine draufschießen. Sie sehen das hier jetzt auf der rechten Seite. In dem Fall ist es sogar noch ein cooleres Gerät, nämlich kein Synchrotron, was Sie auf dem letzten Bild gesehen hatten, sondern ein Free Electron Laser. Das ist der letzte Schrei. Noch 100 oder ein paar tausendmal stärkere Brilliance, noch stärkere Röntgenstrahlung. Diese Dinger sind kilometerlang. Und wir wollen aber mit diesen kilometerlangen Maschinen nanometergroße Objekte sehen. Und das funktioniert eben dadurch, dass das Licht interagiert, das Licht oder die Röntgenstrahlung interagiert. Eine andere Art von Methode ist Elektronenmikroskopie. In dem Fall werden wir Proteine einfrieren. Und zwar in einem sehr, sehr dünnen Wasserfilm. Wir machen das mit flüssigem Ethan und flüssigem Stickstoff. Hier sehen Sie eine Kollegin, die gerade flüssigen Stickstoff auf so ein Protein, auf so eine Proteinprobe draufleert. Diese Proteinprobe wird danach in dieses große Gerät reinkommen. Sie sehen, je kleiner die Objekte, die wir uns anschauen, desto größer die Mikroskope. Lichtmikroskopie reicht bei weitem nicht. Und wir bekommen die Art von Information, die Sie auf der rechten Seite sehen. Hier sehen Sie individuelle Partikel, die wir mit diesem Elektronenmikroskop sehen. Und nach einigen Prozessieren von diesen Daten können wir am Ende dann dreidimensionale Details von, so atomare Details von diesen Proteinstrukturen anschauen. Eine ganz andere Art von Mikroskopie ist die sogenannte magnetische Kernresonanzspektroskopie, die meine Haupttechnik ist. Und in dem Fall verwenden wir eine ganz bestimmte Eigenschaft von Materie, nämlich die Tatsache, dass jeder Atomkern, und jetzt sind wir wieder auf der Subnanometer-Längenskala, jeder Atomkern hat eine ganz bestimmte Eigenschaft, nämlich er verhält sich im Wesentlichen wie ein kleiner Magnet. Und jeder kleine Magnet in jedem kleinen Atom hat eine unterschiedliche Umgebung und wird daher unterschiedliche Dinge in seiner unmittelbaren Umgebung sehen. Und was Sie hier jetzt auf der rechten Seite sehen, sind diese Art von Proben, die wir uns anschauen, die ins Magnetfeld reinstecken. Und wir bekommen damit Spektren und können damit dreidimensionale Strukturen rekonstruieren. Natürlich müssen wir die Proteine auch herstellen. Und im Idealfall würden wir natürlich sie gerne direkt in der Zelle beobachten. Und wenn wir können, dann tun wir das auch. Nur die Zelle ist einfach extrem komplex. Und wenn wir uns einen bestimmten Prozess anschauen wollen, ist es sehr schwierig, sich den direkt in der Zelle anzuschauen. Daher verwenden wir oft
oder extrahieren wir oft die Moleküle aus der Zelle. Sie sehen hier links oben eine Bakterienkultur, die wir oft verwenden, Proteine herzustellen. Und nach jeder Menge Prozeduren und Maschinen und so weiter erhalten wir am Ende eine Probe von diesem Protein und können das dann genau anschauen. Das ist die Art und Weise mit diesen verschiedenen Techniken, die ich Ihnen gezeigt habe, ist die Art und Weise, wie wir etwas über diese faszinierende dreidimensionale Architektur von Proteinen lernen können und auch über die Interaktionen von Proteinen miteinander und ihre Wechselwirkungen und ihre Dynamik. Was ich Ihnen am Ende noch sagen möchte, ist, wie es eigentlich genau funktioniert, wenn wir so an einer Fragestellung arbeiten. Was machen wir da eigentlich genau? Und hier nehme ich zum Beispiel diese Geschichte mit den mitochondrialen Proteinen, wo ich vor mittlerweile 5 oder 8 Jahren mich vor einer Frage gesehen habe, nämlich wie kommen diese Membranproteine da rein in durch diesen Raum zwischen den Membranen. Das heißt, am Anfang steht oft eine Frage. Die wissenschaftliche Frage zu finden, ist eigentlich schon ein sehr wichtiger Teil der wissenschaftlichen Arbeit, weil keiner sagt mir, an welche Frage ich arbeiten soll. Ich finde meine Fragen selbst. Und je besser die Frage definiert ist, das heißt, sie sollte spannend und interessant sein, gleichzeitig aber auch machbar in gewisser Weise, kann man natürlich extrem komplizierte Fragen stellen, aber ich werde nie schaffen, sie zu beantworten. Das heißt, ich muss in gewisser Weise abwägen, was sind die spannendsten Dinge und was sind die Methoden und was ist die Machbarkeit von diesen, wie würde ich überhaupt dran herangehen? Das generiert Ideen, wie man Experimente macht. Die Experimente liefern Daten. Viele Experimente scheitern. Das heißt, die Idee war nicht gut, das Experiment war nicht gut, das Experiment war schlecht gemacht oder wir verstehen einfach noch etwas nicht. Das heißt, wir gehen oft in einen Zyklus von Experimenten, erfolgreich oder erfolglos, die Daten generieren, auch negative Daten, die neue Ideen generieren, die neue Experimente generieren. Und das kann Jahre dauern. In dem Beispiel von diesem kleinen Chaperonchen, das sich da so bewegt hat, dieses Spaghetti-Ding da, dieses Orange, das hat uns 5 Jahre gekostet, herauszufinden, wie dieses Ding aussieht. Oft kommen wir dann noch auf Ideen, zum Beispiel in diesem Projekt haben wir herausgefunden, wie dieses Ding ausschaut. Aber wir haben es herausgefunden in einem isolierten Protein, nicht in der Zelle. Und wir haben uns gedacht, es wäre doch nett, das in der Zelle zu zeigen und sind an Kollaborationspartner herangetreten, die Dinge in der Zelle anschauen. Nicht mit der Auflösung, die wir haben können, aber wir konnten ihnen sagen, so denken wir, funktioniert dieser Prozess. Und wenn das so ist, dann könnt ihr jetzt ein Experiment machen, indem ihr irgendwas in der Zelle stört. Und wenn unser Modell stimmt, dann sollte diese Störung genau dazu führen, dass die Zelle sich so und so verhält. Und genau das hat in diesem Fall auch sehr gut funktioniert. Und wieder gehen wir oftmals in Monate oder Jahre von neuen Ideen, neue Daten, noch mehr Daten und noch mehr Daten und noch mehr Daten und noch mehr Daten. Und am Ende haben wir vielleicht dann die Idee, so sieht das jetzt aus. Und dann würden wir das gern publizieren und jedem zugänglich machen. Das heißt, wir schreiben ein Manuskript und schicken das an ein Journal. Das Journal sagt, das ist ganz nett, aber wir werden jetzt mal die Experten fragen und dann kommen die Experten und sagen, ja, das ist ja ganz nett, aber ich hätte dann noch diese oder jene oder sonstige Idee und könnt ihr doch bitte nochmal das und das anschauen. Und auch das kann dann Monate dauern. Und am Ende, in diesem Fall zumindest und in vielen Fällen, kommt man dann mit einer Idee und in dem Fall hatten wir auch noch eine Idee für ein nettes Cover für das Journal. Und diese Ideen und diese Resultate inspirieren dann wieder andere Forscher, so wie ich täglich von Publikationen inspiriert werde, die andere Forscher geschrieben haben, die wieder neue Ideen generieren. Mit diesem kleinen Überblick über die faszinierende Welt der Proteine möchte ich auch schon schließen und freue mich auf Fragen und verweise auch noch auf den Open Campus Day, der in 1,5 Wochen ungefähr hier am 25. Juni hier stattfinden wird. Vielen Dank.